Freunde, die Zeit rennt. Und schon sind wir bei Teil 7 angekommen. Teil 7 zum Thema Motivation. Motivation. Teil 7. So, Teil 7 zum Thema Motivation im Bereich Fitnesssport. Gesunder Lifestyle. Da finde ich es immer wieder ganz spannend, wenn man Folgendes macht. Es gibt so tolle Plattformen, Videoplattformen, wie zum Beispiel YouTube. Es gibt auch in Facebook tolle Gruppen. Das heißt, sucht euch eine Plattform raus, wo man sich gegenseitig motiviert und wo vielleicht sogar das Thema Motivationsmusik am Start ist oder Motivationsvideos. Ich bin jemand, ich reagiere sehr stark auf Motivationsvideos, wenn sie gut gemacht sind. Also Motivationsvideos in Form von Fitness-Lifestyle. Da geht es mir nicht so groß darum, um extreme Gewicht zu bewegen oder sonst irgendwas, sondern eben diese Leidenschaft beim Sport, diese Intensität beim Sport, beim Fitnesssport, beim gesunden Fitnesssport, darauf stehe ich. Und da könnt ihr euch echt eine tolle Playlist machen. Sucht euch einfach, nehmt euch einfach mal die Zeit nachmittag und sucht euch mal dazu was raus. Ganz einfach so eine halbe Stunde Motivationsclips und dann macht euch eine Playlist. Und wenn ihr dann zum Beispiel von der Arbeit ins Fitnessstudio fahrt oder wenn ihr nach Hause fahrt, wenn ihr zu Hause trainiert oder wenn ihr morgens direkt nach dem Aufstehen ins Training fahrt, lasst diese Playlist ablaufen, eine schöne Reihenfolge hintereinander und guckt euch diese sensationellen Motivationsvideos an. Und ich bin mir sicher, also mir geht es so, mit der richtigen Kombination von Motivationsvideos sitze ich in meinem Auto und denke, könnte ich nicht jetzt schon schnell im Studio sein, weil mich pusht es so extrem, das ist unglaublich. Und wenn ich dann Menschen sehe, die sich verändert haben, wenn ich Menschen sehe, die eine klasse, intensive, realistische Leistung bringen, dann ist es für mich Adrenalin pur. Es gibt keinen Booster auf der Welt, der so tief sitzt wie richtig gute Motivationsvideos mit guter Musik hinterlegt. Freunde, da gibt es ganz viele Spezialisten, die können das perfektionieren und da sucht ihr euch ein paar Videos raus, macht eine Playlist und ich bin mir auch hier sicher, ihr werdet motivierter sein wie je zuvor und ihr werdet motiviert eurem Hobby nachgehen. Also Freunde, das war's. Teil 7. Motivationsclips. Die richtig geilen Teile bei YouTube zum Beispiel. Bei Facebook, da gibt es ganz, ganz viele Plattformen. Da könnt ihr euch das raussuchen. Und dann haut rein. Legt los, Feuer frei. Liebe Freunde, Motivation Teil 7 war das. In Kürze geht es weiter, nicht lange. Dann haben wir Motivation Teil 8. Alle, die jetzt neu zugeschaltet haben, Freunde, es lohnt sich, die ganzen Teile anzugucken. Fangt nicht bei Motivation Teil 1 an, sondern Teil 1, Teil 2, Teil 3. Das hat auch eine gewisse Priorität. Deswegen haut rein, wir sehen uns. Motivation Teil 8 bei Mr. T in Karlsruhe.